Der Michael hat mich gefragt, wie wir zu dem Denkmal da sagen. Das ist die Ganglauerer. Es ist nämlich im Krieg üblich gewesen, dass die Spinnereiarbeiterinnen Garn mit heimgenommen haben, damit sie das Garn eintauschen konnten gegen Brotmarken oder irgendwas. Und wer auf Hof frei kommt, dort allerweil sei frei. Drum Semra, die aller Lustchen leid.